damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von World of Warcraft Battle for Azeroth. Mein Name ist Rotmac und wir sind immer noch in der Wüste von Voldun unterwegs. Und zwar haben wir hier einige Aufträge, die wir noch ausführen sollen. Und ja, ich habe auch noch hier eine Quest entdeckt, beziehungsweise ist aufgeploppt. Wir haben hier die Allianz, die Voldun angreift. Da könnten wir auch noch ein bisschen mitmischen. Ich nehme es mal an, ja. Ist aber eher in diesem Bereich hier oben. Da sind wir momentan nicht zuständig. Vielleicht da unten, das könnte interessant werden. Aber ich würde sagen, wir halten uns erst einmal an die Storyline und werden hier unten weiterführen oder, ja, weitermachen. Ich habe hier eine Gruppenquest und zwar gesucht Zorokko. Den lassen wir erst einmal links liegen. Wie gesagt, ist eine Gruppenquest. Den können wir vielleicht mal töten, wenn wir vorbeilaufen und sehen, dass da jemand anderes dran ist. Wir werden aber jetzt einmal die Aschenwindbedrohung heißt das Ding, Rotmac. Da werden wir uns erstmal drum kümmern. Und zwar nochmal ganz kurz zum Wiederholen. Es ist schon eine Weile her, seit ich das letzte Mal WoW gespielt habe. Deshalb muss ich das selber wieder reinkommen. Da steht, die Handelskompanie Aschenwind betreibt Bergbau im Rotfelshafen. Lasst euch von dem hübschen Namen nicht täuschen. Das ist mit Abstand die gefährlichste Piratenbande, der ich je begegnet bin. Vor einer Weile hat eins ihrer Mannschaftsmitglieder versucht, mit uns Kontakt aufzunehmen. Ich brauche jemanden, der sich mit ihnen trifft und herausfindet, was er will. Es könnte eine Falle sein, aber jede Information, die er über die Handelskompanie Aschenwind hat, könnt ihr für unser Überleben wichtig sein. So, heißt, wenn das so wichtig ist, werden wir uns auch darum kümmern. Ja, das Ding mal angewählt und dann gehen wir hier die Piraten besuchen. Ja, einer ist hier eine Ratte im Floß. Oh, das sieht aber auch schön aus hier drüben, ne? Da ist Gewitterfront angesagt. Da blitzt es rund um den Tempel. Das ist ja der Tempel, oder? Da, so weit müssen wir gar nicht in dem Falle. Wir wollen ja nicht zum Tempel zurück, denn wir wollen hier irgendwo die Piratenbande treffen. Sind die da unten? Ist das hier der Hafen? Sieht ein bisschen mau aus, aber der Typ versteckt sich sicherlich irgendwo da. Der wird ja nicht bei seinen Kumpels sein, wenn er Kontakt mit uns aufgenommen haben möchte. Oh, wo ist er denn? Da unten ist er. Da unten ist er, Randall Rodmond. Na. Tässchen Tee? Ja, Tässchen Tee wäre was. Ork, ihr seht aus wie jemand, der etwas Geld verdienen möchte. Stimmt's oder habe ich recht? Oh, Geld ist nie schlecht, ja? Behaltet immer das Meer im Auge. Warum schaut er mich nicht an, wenn ich mit ihm spreche? Muss ich da so, ne? Der schaut mich immer noch nicht an. Was ist denn das für ein unfreundlicher Geselle? Ich bin Mitarbeiter der Handelskompanie Aschenwind, der Nummer 1 im Azerithandel. Als ich diesen Auftrag übernahm, hat mir niemand gesagt, dass es eine Reise ohne Wiederkehr werden würde. Ich würde praktisch alles tun, um aus diesen Dünen zu entkommen. Sogar mit euch zusammenarbeiten. Vielleicht können wir uns ja gegenseitig helfen. Ich wäre bereit, euch den Code für die Schließkassetten des Kapitäns zu verraten, wenn ihr mir helft, aus dieser elendigen Wüste zu entkommen. Damit mein Plan aufgeht, muss mein Expeditionsteam sterben. Ich kann nicht riskieren, dass sie irgendwem von meinem Verschwinden erzählen. Okidoki. Lasst euch nicht vom Klabaut ermachen. Da liefert er uns quasi seine alten Kameraden ans Messer. Soll mir recht sein. Sind Menschen, von daher habe ich kein Problem damit, die zu töten. Seefahrerausrüstung. Dieses Boot ist vielleicht keine Schönheit, aber es wird mich zurück nach Boralos bringen. Aber bevor ich die Seereise antreten kann, benötige ich ein paar Sachen. Glücklicherweise findet ihr all dies im Aschenwindlager. Das finde ich gut. Ruhige See und eine frische Brise. Eine frische Brise, ja. Der hat auch einen guten Dialekt hier. Ein Hamburger oder so. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die Hamburger... Die Hamburger, ja, das klingt auch so. Was die für einen Dialekt haben, für einen Dialekt. Als Schweizer bin ich da nicht so bewandert, was die deutschen Dialekte angehen. Aber hier gibt es Erze. Von daher bin ich schon wieder beschäftigt für die nächsten paar Sekunden. So. Gibt's noch mehr? Nee. Gibt's nicht. Soll ich dem einfach folgen oder was ist genau der Plan? Der hat mir eigentlich gesagt, was ich zu tun habe. Ja, Kameraden töten und Material sammeln. Ich finde meine Ausrüstung so speziell irgendwie, ne? Irgendwie komme ich mit dem Trollzeugs nicht so richtig klar. Ich sehe aus wie im falschen Film.
Das muss wieder mehr... Wo ist er hin? Na, ist egal. Ist ja egal, ich habe ja zu tun. Ich weiß, was ich zu tun habe. Die sehen speziell aus. So, also, kümmern wir uns darum. Mal Schlachtruf benutzen, ne? Wäre auch mal wieder eine tolle Sache. Joa. Ist das Hamburger Dialekt? Sagt man dem so, Hamburger Dialekt? Keine Ahnung. Da müsste man mich mal aufklären, in den Kommentaren am besten. Aber es erinnert so ein bisschen an Werner, ne? Und Werner ist, glaube ich, ne, so Ostdeutschland. Keine Ahnung. Ich kenne mich da zu wenig aus. So, hier haben wir einen Captain. Expeditionsleiter. Der Expeditionsleiter. Ja, dem hauen wir hier mal schön auf die Mütze. Und kriegen die Mütze auch gleich. Seefahrerhut, ja, den möchte ich gerne fürs Rollenspiel, ja. Was ich so gerne und oft betreibe. War früher mal der Fall, ne. Leider keine Zeit mehr heute für sowas. Da haben wir auch schon Material. Ich habe kein Fernrohr. Ich mache keine Gefangenen. Ein Fernrohr. So, ich mache auch keine Gefangenen, aber ich mache hier Klingensturm. Das ist mal was. Und dann hole ich mir das Fernrohr. Kanonier Ericsson. Ja, das ist auch so ein Kamerad, der unbedingt sterben muss. Da mal aus der Wolke raus, sonst treffe ich den wahrscheinlich nicht. Da kommt auch schon der Nächste, der sich berufen fühlt, mich anzugreifen. Was es ihm bringt? Nicht viel. Ein paar gebrochene Knochen. Und eine Fleischwunde, eine dickere. Mit meiner Super-Axt hier, ne? Zandalari-Scheiß. Okay. Gut. Nehmen wir dieses Fernrohr mit. Ich sehe auch, da gibt es eine Schatztruhe. Darum kümmern wir uns auch gleich. Und zwar in der Minenlore. Für diese Unterbrechung bezahlt ihr mit dem Leben. Die erste Maat. Perry. Ja, die erste Maat. Auch die wird hier zurecht gestutzt. Gibt's ja nicht. Greifen die mich einfach an. Als hätten die eine Chance. So, erstmal raus hier. Das sind alles Schurken irgendwie, ne? Piratische Schurken. Das ist zu weit entfernt. Nochmal. Alles klar. So, ich nehme mir nachher diese Lore vor. Ich will erstmal hier das Material sammeln. Das gehört jetzt mir. Nee, ich denke nicht. Der Schürfer ist hier. Aschenwindschürfer. Mein lieber Scholli. Ja, hier. 1200 Erfahrungspunkte. Na, wenn das nicht eine Hausnummer ist. Durch meine Klinge sterben. Was die alle das Gefühl haben, was sie mir hier antun werden. Dabei, ne? Wir sehen's. Das ist eine unfaire Geschichte hier. Eine Rauchbombe. Hätte ich unterbrechen können, sehe ich gerade. Naja, brauchen wir nicht. Ein bisschen rausstehen und dann ist es hier auch erledigt. So, die Karte. Dann haben wir hier vom Material her alles. Ja, trefft Randl. Sterbt, Nagel. Ihr kommt hier nicht Was haben? Wow, 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 wow. Woher kommen die denn alle jetzt bitte? Ah, betäuben die mich auch noch, die Schweinehunde. Was habe ich denn für eine Agro-Range hier bitte? Brutal diese, ja? Diese Agro-Range. Aber kein Problem. Hauen wir alles um und haben am Ende immer noch um die 90% der Lebenspunkte. Da drüben gibt es eine Quest, die werden wir uns gleich annehmen. Erstmal aber hier auch noch das Monolith-Vorkommen einmal abgebaut. Ja, da wurde ich jetzt zu früh unterbrochen. Das ist zu weit so entfernt. Dann machen wir das nochmal. So. Und dann geht es hier. Oh, da ist ein Gefangener. Was ist denn das für einer? Ein Goblin? Nee. Das ist so ein Fuchs, ne? Ein Wolpo-Dinger. Nein, keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Ich vergesse es immer, ne? Ein Wolpuli, irgendwas. Da kann ich nicht unterbrechen, sehe ich gerade. Ging nicht. So. Habt ihr was für mich? Die von Aschenwind sind unvernünftig. Ich wollte über meine Freilassung verhandeln, aber sie lehnen alle Angebote ab, die ich ihnen mache. Sie wollen nur das, was auch immer diese Mine hervorgibt. Mein Volk weiß, dass man sich von diesem Zeug besser fernhält. Es ist instabil. In der Mine werden Gefangene gezwungen, es abzubauen. Und wir in den Käfigen... Hä? Es abzubauen. Und wir in den Käfigen? Wir sind nur die Reserve. Wenn jemand in der Mine stirbt, schicken sie einfach einen anderen hinein.
Wenn ihr mich freilasst, werde ich euch dafür fürstlich entlohnen. Wir müssen nur den richtigen Schlüssel für diesen Käfig finden. Passt auf euch auf, sonst tut das nämlich niemand. Nein, keiner macht das, keiner macht das. Also gut, werden wir den Schlüssel finden. Ihr kommt hier nicht lebend raus. Da ist so ein Aufseher. Ja, der will ganz bestimmt einen Schlüssel haben. Und ich finde, ja, der hat ein schönes Artwork. Schau ihn dir mal an hier. Der Piratenminenarbeiter. Ja. Ja, jetzt gibt's ja auch mal ein bisschen aufs Maul. War auch für den, ja, für Thumbnail vielleicht. Wer weiß, wenn da nichts mehr Schöneres kommt, können wir das gut benutzen. Für diese Unterbrechung bezahlt ihr mit dem Ich muss Leben. Die erste Mal nochmal töten, weil sonst komme ich hier nicht an die Lore ran. Und die ist mir dann doch sehr wichtig, ne? So, Rauchbombe kann ich nicht unterbrechen, geht nicht. Ich habe auch nichts zum Betäuben. Also gehen wir da ein bisschen raus. Hinrichten, zweimal und dann ist die gute Maat auch wieder tot. Ab in die Mine. Und die Lore. Jetzt geht das zwar in die falsche Richtung. Das geht hier... das geht aber weit runter. Muss ich dann alles wieder rauf? Das war nicht der Plan. Naja. Dann fahren wir mal hier runter. Guten Tag. Schatz. Du bist mein. Oh. 24 Gold gab es. Ein Geschäftsbuch von Ashwind. 3 Gold zum Verkauf. Ne? Nicht wirklich viel. Und 6 Kriegsressourcen. Sind auch nicht wirklich viel. Also wieder hochgesprungen hier. Und dann werden wir hier oben noch die Schlüssel ausfindig machen. Wir wollen diesen netten kleinen Fuchs auch befreien. Wie viele Schlüssel brauche ich denn dafür? Wo sind denn hier da Schlüssel der Aschenwindhändler? 6 Stück. 6 Stück wollen die hier. Meine Güte. Das ist nicht wenig. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Wir haben noch keinen bisher. Ich brauche ein Ziel. Und kriegen jetzt den ersten Schlüssel. Warum auch immer... durch meine Klinge sterben. Warum hier auch immer 6 Schlüssel benötigt werden. Haben die alle Schlüssel mit dabei? Ja, die können Schlüssel mit dabei haben. Also, passt für mich. Warum auch immer 6 Schlüssel? Es hat nur ein Schloss, oder? Oder gibt es mehrere Leute, die da gefangen sind? Eigentlich schon, so wie er es gesagt hat, aber ich habe keine gesehen. Der Rest ist ja leer von den Käfigen. Von daher stellt sich die Frage, wo ist denn der Rest dann? Naja, egal. So, Bootsmann ist auch tot. Wir haben einen zweiten Schlüssel. 2 von 6. Ah, da ist noch ein Troll eingefangen. Okidoki. Kann ich die schon befreien mit dem einen Schlüssel? Nee, ich muss alle 6 zuerst sammeln und dann gucken wir mal weiter, ne? So. Die Schürferin hier sollte auch einen Schlüssel haben. Na, hat sie einen? Nee, keinen dabei gehabt. So, der hier könnte einen haben. Ich mache keine Gefangenen. Das dauert mir fast ein bisschen zu lange hier. Da ist wieder ein Kanonier. Ah, ich lock die alle an hier, ne? Wahnsinn. So. Da mal raus aus dem Ganzen. Da müssen wir auch gleich raus, sonst verfehlen wir nur. So, da sterben sie und die nächsten kommen gleich nach, ja? Das ist ein fliegender Übergang hier. Ich bin außer Reichweite. Ah, schon wieder eine verdammte Nebelbombe. Das ist zu weit entfernt. So, wie viele Schlüssel wird es hier geben? Das ist die große Frage. Ich habe kein Ziel. Wieder nur ein Schlüssel. Meine Güte. Wie lange das hier dauert, ne? Wieder ein Expeditionsleiter, den ich anvisiert habe. War jetzt eigentlich nicht das Ziel. Aber ist egal. Muss nicht das Ziel sein. Hauptsache, es gibt Schlüssel hier. Hat der einen Schlüssel dabei vielleicht? Nee. Der kann gar keinen Schlüssel dabei haben. Super. Aber wir haben 4 von 6. Da unten sind nochmal 2. Guten Tag. Ihr kommt hier nicht lebend raus. So, aber ich finde wirklich die Skins hier von diesen Menschen finde ich nice. Erinnert so ein bisschen an die Gilneasser. Gilneasser? Sagt man dem so? Ich glaube nicht, ne? Naja, ist ja auch egal, wie man die nennt. Ist mir egal, das ist Allianzzeug. Brauch keiner.
So, kein einziger Schlüssel hatten die beiden dabei. Die waren wohl nicht wichtig genug. Ich könnte auch da runtergehen, aber ich habe keine Lust, da wieder runterzusteigen und dann wieder hochzugehen und hier, ne, Weltreisen zu machen. Ich glaube nicht. So, da haben wir schon den nächsten und das ist Schlüssel Nummer 5. So, jetzt kommt hier ein bisschen Tempo rein. Aufpassen, ich will den nicht mitnehmen da drüben. Die dauern immer so lange, bis die tot sind, diese Nameds. Ich bin außer Reichweite. Ah, kein Schlüssel dabei. Danke für gar nichts. Hat der hier einen? Oder die hier? Das ist eine Schürferin. Das ist zu weit entfernt. Wie schaut's aus? Ja, ein Gold, mehr gibt's nicht. Ja. Ich mache keine Gefangenen. Da kommt er wieder. Und diese Agro-Range, ne? Das ist brutal. Das fällt mir gerade so richtig übel auf hier. So eine Agro-Range muss man erstmal haben. Da kommt schon der Nächste. Ja, super. Das ging jetzt ins Leere. Hätte ihn wohl gleich getötet, hier das kolossale Schmettern. Aber da hat er die Rauchbombe gezündet. So. Aber wir nehmen hier eigentlich fast keinen Schaden. Von daher haben wir eigentlich keinen Stress. Das Problem ist nur, dass es halt sehr zeitaufwendig ist, hier die Dinger zu töten. So. Der 6. Schlüssel ist auch mit dabei. Hallo, ihr da. Wir müssen den richtigen Schlüssel für diesen Käfig finden. Ja, ich habe 6 dabei. Einer sollte schon richtig sein hier. Keiner dieser Schlüssel passt. Was? Willst du mich verarschen? Wir müssen eine andere Lösung finden. Ja, ich kann es auch sprengen. Keiner der Schlüssel, die ihr gefunden habt, hat gepasst. Wir brauchen einen anderen Plan. Ich habe gehört, dass Aufseherin Meereseen einen Generalschlüssel hat, mit dem man alle Schlösser im Areal öffnen kann. Es ist gefährlich, aber ihr müsst diesen Schlüssel für mich besorgen. Sie leitet die Bergbauarbeiten aus den Innern der Höhle heraus. Sobald ihr den Schlüssel habt, müsst ihr alle gefangenen Vulpera, die ihr finden könnt, befreien. Wenn ihr meinen Freunde gerettet habt, kommt zu mir zurück und befreit mich. Viel Glück! Denkt daran, alles hat einen Nutzen. Ja, alles hat einen Nutzen, nur der Rottmeck hat 2. Was? Natürlich. Oh, hier bauen wir auch noch ab, hier, ne? Sauber, ein bisschen Erz. Ich habe, glaube ich, Bergbau noch nicht gelernt so richtig. Ne? Ich baue immer nur ein Erz ab. Das ist ein bisschen wenig, meiner Meinung nach. Aber... No, ihr traut euch aber etwas. Ja, so bin ich halt, ne? Da sind die Vulperas am Arbeit. Oh, wie viele sind denn da? Alter, wie viele sind das denn? So, kolossales Schmettern erstmal. Ne? Da ist schon der erste Toten. Wir können hier mit Siegesrausch weiterarbeiten. So, wieder Siegesrausch. Macht sein Ding. Hinrichten und Gutes. Ah. So, wo ist hier die Chefin? Wo ist denn die Chefin hier? Bitte? Da ist noch so eine Magierin oder was es sein soll. Made. Wer nennst du hier Made, meine Kleine? So, ist down. Gar kein Problem. Was sind das eigentlich für Anzüge, die ich da immer finde? Wo sind die denn? Hier. Benutzen kombiniert 5 Stück Aschenwindkleidung, um eine Verkleidung herzustellen. Ja, mach mal. Nur wenn das nicht der gute alte Rottmeck ist als Mensch. Ja, und jetzt greifen die mich nicht an, oder was? Wäre, das wäre ja super. Oh, die haben hier aber auch ein bisschen was gekillt. Hä? Wo soll denn die Chefin sein? Da drüben sehe ich, ist ein Rare Mob. Wieso greift mich der an? Na gut, ist ein Elementar. Der gehört natürlich nicht zur Truppe. Der hat wahrscheinlich auch einen gewissen Hass auf die Piraten hier. Ist das der Rare? Das ist der Rare. Dann werden wir diesen einmal töten. Kann ich hier hoch irgendwie? Anscheinend nicht. Ich muss näher ran. Ja, aber erst einmal muss ich halt hier diese Blubber-Scheiße wegmachen. Müssen wir halt, ne? So, dann werden wir außen rum. Irgendwie kommen wir da schon hin. Irgendwie kommen wir da schon hin. So, ich bin kann ich... außer Reichweite. Den kann ich auch nicht an... rushen. Das ist zu weit entfernt. Ich bin noch von hier oben runtergekommen, ja? Glaube ich zumindest. Wir gehen mal hinten rum. Ich muss näher ran. Blubberndes Azerit. Okay, okay. Hat das auch ein bisschen Leben eingehaucht bekommen.
das Azerit. Ich bin außer Reichweite. Diese Menschenstimme, ja, könnte ich mich nicht dran gewöhnen, Freunde. Das ist ja eine Sache für sich hier. Menschenstimmen, so eine Scheiße. Allianzabschaum. So, weggehauen und aufgenommen. Da drüben gibt es Erz. Sehr gut. Kann ich die bereits mit meinen 6 gesammelten Schlüsseln befreien oder muss ich dann einen Generalschlüssel haben? Muss einen Generalschlüssel haben. So, die Herren und Damen greifen mich nicht an. Oh, ist nett von ihnen. Wo sind die Chefin? Chefin. Die sollte irgendwo da sein. Hier ist sie. Aufseherin. Arbeitet gefälligst etwas schneller, ihr erbärmlichen Bastarde. So, es gibt's. Niemand wird eure Schreie hören. Muss auch nicht. Ich will ja in Ruhe dich hier zermalmen. So, keine Fackeln und tot ist sie. Da ist der Generalschlüssel und jetzt fangen wir mal an hier mit der Befreiungsaktion. Befreiung Vulpera nenne ich die Aktion. Seid ihr auf einen Handel aus? Will die noch handeln, ne? Ist gefangen und will noch mit mir handeln. Sowas geht ja nicht. So, habt die ihr was hier für mich? Ja, ein Schlüssel. Die Freiheit habe ich für dich quasi. So, ihr kennt mich nicht, ne? Ich habe die befreit, weil ich kann's. Deshalb. Gibt keine andere Begründung. So, Vulpera. Ein Handel aus? Nix handeln. Freiheit! Freiheit! Ihr Lieben. Geht! Laufet! Ich kann das hier abbauen. Schön. Ah, ich müsste eigentlich weiter hinten rum. Vielleicht komme ich hier so zum Rare. Rare. Ich kann das nicht aussprechen irgendwie, ne? Rare? Der Rare. Der rare Mob. So, was haben wir denn hier? Einen Schamanen. Und zwar einen orkischen Schamanen. Na, endlich mal Begleitung, die sich sehen lässt. Ah, komm. Helfen wir dem Typen mal kurz. Ah, ja. Ich mache da ein bisschen mehr Schaden, habe ich das Gefühl. Ah, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Habe ich gerne gemacht. Kein Problem. Jetzt gehen wir mal den Rare Mob suchen. Vielleicht kommt der Schamane auch noch mit. Wer weiß. Sieht zwar nicht so aus. Der irgendwie hat er was zu tun da drüben. Ah, der will die Vulpera befreien natürlich jetzt. Sei ihm vergönnt. Wo ist hier was? Das sind 2 Vulperas. Guten Tag. Wie wär's mit Freiheit? Ja, findest du gut, ne? Was habt ihr mir denn mitgebracht? Ein Schlüssel. So, das ist der Ausgang. Wie komme ich denn hier? Ah, da zwischendurch. Hier ist der Rare. Azertor. Dann werden wir uns mal um diese... Schauen wir mal an diese Bestie. Da? Was für Thumbnail vielleicht, wer weiß. Arr! Ja, schreit er. So, es geht, glaube ich, mehr zu schreien, mein Lieber. Und zwar jetzt. Komm hier. Bams und Bams und Bams und nochmal Bams. Und zermalmen, ja, kann ich nicht unterbrechen. Schöne Sache. Immer noch 100% live. Kann man machen. Was macht denn der genau? Der bläst hier irgendwo in ein Rohr rein. Interessiert mich aber kaum. So, komm, töte ihn. Töte es! Da ist es tot. Und es gibt einen winzigen Azerit-Splitter. Herz von Azeroth hat 45 Artefaktmacht erhalten. Schön! Nehmen wir natürlich gerne mit. Hier kann man nichts abbauen. Nee, ist nichts. Wir gehen raus. Wir gehen raus. Wir haben die Vulpera befreit. Jetzt befreien wir noch den Obervulpera. Dieses Land gehört Aschenwind und Co. Dieses Land ist mir mein dafür Land. Ja. Bezahlt ihr. Ihr seid hier nicht willkommen. Das ist wieder diese verdammten Faschisten hier. Mein Land, du bist nicht willkommen hier. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, hier habe ich zu sagen. Das ist nämlich mein Land. So. Ach komm, ich mache mir nochmal so eine Verkleidung. Da werde ich hier nicht immer angegriffen. Dann geht das hier ein bisschen schneller. So, ich muss hier den Vulpera befreien. Ja, geht in Ordnung für dich. Alles klar. Benötigt ihr irgendwas? Ihr haltet euch an euren Teil der Abmachung und ich mich an den meinen.
Ja, da hast du ein Problem, Schamane, ne? Natürlich freue ich mich, euch wiederzusehen, Rotmeck. Zuverlässige Retter sind heutzutage schwer zu finden. Ich bezahle euch wie vereinbart, aber ich werde nicht allzu lange hierbleiben. 40 Gold? Was? 40 Gold? Alter. Wer überleben will, muss einfallsreich sein. So, kriegt ihr das hin hier? Der hat ein bisschen Probleme, also helfen wir dem mal. Der ist nicht so ganz auf der Höhe, der Schamane, irgendwie. So, der Typ ist weg. Ja, weg ist weg. Ich töte hier noch den Arbeiter, damit ich hier noch an die Erze komme. Die gönn ich mir halt einfach gerne mal. Ja, für zwischendurch kann man nichts sagen. Ich muss näher ran. Ja, gibt auch ein bisschen Erfahrungspunkte, von daher voll easy. Auch hier Sturmsilbererz, nur ein Erz. Ich muss da irgendwie, ich muss das mal lernen. Bergbau, so richtig, weißt du? So richtig. So, dann gehen wir hier runter. Da ist der Typ, der hat sicherlich noch eine Folgequest für uns. Moin, moin. Moin, moin. Die Toten schweigen. Ist es erledigt? Ich konnte Hendrix sowieso nie ausstehen. No. Gib's dir mal, ne? Neue Handschuhe. Oh, aber 2 Tempo mehr, 28 Vielseitigkeit mehr, aber 32 Meisterschaft, 3 Stärke, 3 Rüstung und 5 Ausdauer weniger. Aber Computer sagt es besser, nehme ich. So. Habt ihr die Sachen bergen können, um die ich euch gebeten habe? Natürlich. Das sollte mir helfen, an mein Ziel zu gelangen. Das ist gut. Dein Ziel, Captain Hartford. Ich bin fast soweit. Wohl nun ein für alle Mal zu verlassen. Es gibt nur noch eins zu erledigen. Wir müssen den Captain dieses Schiffes umbringen. Also mit wir meinst du wahrscheinlich ich, ne? Wenn Captain Hartford herausfindet, dass ich desertiert bin, werde ich weder in Boralus noch sonst wo sicher sein. Er wird mich in die östlichen Königreiche und zurückjagen, wenn es sein muss. Das hier wird gefährlich. Ihr solltet euch also verkleiden, bevor ihr an Bord der Sirenenlied geht. Diese wird unsere letzte gemeinsame Aufgabe sein. Erledigt sie und ich werde euch den Code für Schließkassetten des Captains verraten. Ein Piratenschatz. Ja, wahrscheinlich verarscht er mich, aber immer schön auf Kurs bleiben. Einen Piraten töten, da bin ich doch generell eigentlich mit dabei. So, wenn der Captain tot ist, treffen wir uns in den Kapitänsquartieren. Und keine Sorge wegen der Schließkassette. Alles, was da drin ist, gehört euch. Finde ich gut. Finde ich gut. So, der sieht mich aber. Der sieht mich auch. Also was bringt mir eigentlich... Hört ihr nicht her? Was bringt mir die Verkleidung, wenn die mich erkennen können? Na, ist egal. Ich bin jetzt hier. Die Frage ist, wo ist der Captain? Wurde der gerade getötet? Hier kommt ihr nicht lebend raus. Ja, der Captain ist oben. Der Captain ist oben. Der Schamane macht hier mal schön den Weg frei. Kann er machen. Und wir töten mal den Captain. Wenn er nicht will, hat er gehabt. Wer hat diesen Schwachkopf auf mein Schiff gelassen? Sagst du mir Schwachkopf? Nennst du mich einen Schwachkopf, mein Lieber? Komm, wir nehmen mal Avatar hier. Jetzt geben wir mal alles, was wir haben. Hier auch noch kochendes Blut. Na gut, der Typ ist ja schon fast tot. Willst du auch noch draufschlagen? Komm, schlag drauf. Aber schlag drauf. Hast du ihn getroffen? So, also ich töte ihn. Die Piratenkönigin wird meinen Tod rächen. Ja, so bin ich, ne? Ich helfe gerne aus. Kann auch ein bisschen warten mit dem Totschlag. Aber der Schamane ist wirklich nicht so, ne? Der macht nicht so viel Schaden. Naja. Was soll's? Er hat sich auch nicht verkleidet, hat die Quest nicht gelesen wahrscheinlich. Alter. Ich kann den Schamanen hier nicht so alleine stehen lassen. Ich habe so ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Warum? Keine Ahnung. Jetzt lässt er mich hier stehen, weißt du? Guck mal, weg ist er. Ich übernehme hier mit meiner Verkleidung. Und der ist weg. Ja, das ist mein Freund. So, Captain Rotmond. Gunst der Lord, Admiralin. Ein Hoch auf den früheren Captain der Sirenenlied. Er war ein guter Mann, aber gute Männer leben hier nicht lange. 40 Gold! Joa! Eine Folgequest, was ist denn los? Ich bin sicher, ihr habt jetzt verstanden, richtig? Ich wollte niemals die Mannschaft verlassen. Ich wollte einfach nur im Rang aufsteigen. Dabei habt ihr mir wirklich weitergeholfen. Wenn wir schon beim Thema sind, wir hatten da ja noch die Sache mit Captain Hartford Schließkassetten. Hier ist die Kombination. Freiwillig bereitgestellt vom toten Captain. Wie ich versprochen hatte, sie ist euer.
Und bitte erzählt niemandem etwas von unserem kleinen Handel, okay? So eine Kleinigkeit sollte doch eine so gewinnbringende Partnerschaft nicht trüben. Ruhige See und eine frische Brise. Okidoki, was hast du da drin? Kleines Azeritfragment. Sehr schön. Also, war mir eine Freude. Ich werde mich da mal wieder umziehen. Ich habe da ehrlich gesagt keine Lust, irgendwie angegriffen zu werden. Ja, ich mache das mit Köpfchen, nicht wie der Schamane. Kann ich hier unten... Da gibt es noch eine Truhe. Da gibt es noch einen Schatz. Wo ist denn der Schatz? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn, der Schatz? Hallo? Ich finde dich. Wo bist du, mein Schatzilein? Ja, wo ist er denn? Ich sehe hier keinen Schatz. Der müsste noch irgendwie... Ah, da hinten. Hier hinten versteckt er sich. Na, du kleiner Lümmel. Ja, nehmen wir. Dies knüpfen wir an. 6 von 12. So, und das war's, ne? Das war's schon. Da drüben gibt's noch einen Rare Mob. Den hauen wir auch gleich um. Wenn wir hier schon, ne, piratisch unterwegs sind. Da gibt's auch noch eine Quest. Was ist denn hier los? Bitteschön. Tässchen Tee? Solltet ihr nicht in der Mine sein? Also, wenn ihr Merensen nichts sagt, sage ich auch nichts. Ich würde auch nicht gerne in die Mine festsitzen. Wir könnten hier sogar etwas Hilfe brauchen. Die Mannschaft wird allmählich mürrisch. Wir essen seit Wochen nur irgendeine Pampe und dann und wann mal eine Ratte. Wie ich hörte, kann einer unserer Deckmatrosen einen hervorragenden Krabbeneintopf kochen. Kann ich auf euch zählen, um das Fleisch zu beschaffen? Für 20 Gold mache ich das. Bandenjagd. Es ist schwierig, ein Schiff so fern der Heimat ordentlich zu führen. Die Mannschaft wird unruhig, wenn sie zu lange an Land sitzt. Ich habe von Deckmatrosen gehört, die herumschleichen und Vorräte stehlen. Wenn die Mannschaft glaubt, unter meiner Aufsicht unsere Arbeitgeber bestehlen zu können, dann müssen sie sich auf was gefasst machen. Ich brauche jemanden, der diesen zwielichtigen Treiben ein Ende setzt und der Mannschaft eine Nachricht sendet. Diebstahl wird nicht toleriert. Immer schön auf Kurs bleiben. Ja, gut. Dann holen wir uns da mal was. Zuerst baue ich mal was ab hier. Ist das der Schamane? Ne, der kann fliegen. Das ist kein Schamane. Der kann fliegen. So, der Rare Mob ist hier drin, ne? Bleibt zurück, es ist zu eurem Besten. Ach, wirklich? Oh! Na, wen haben wir denn da? Schau dich an, meine Kleine. Süß bist du. Also, wird Zeit, dass wir dir hier mal, ne, die Stricke reißen. Ah, einmal weg hier. Der zweite auch. Ja, ja, fühlt sich gut an, ne? Eine Hand hast du frei. Beziehungsweise zwei Hände. Jetzt sowieso eine Hand frei hier. Binden die sie nur an einer Hand an. Was ist denn hier los? So. Ich hab dich befreit, meine Liebe. Du solltest mir dankbar sein. Aber will nicht, ne? Also gibt's aufs Maul. Uiuiui, Achtung, Vorsicht. Achtung, Vorsicht. Gut, ich habe noch 95% von Level 96. Ich baue mich da gleich selber wieder ein bisschen auf. Ich kann nicht unterbrechen. Eieiei, 92% habe ich nur noch. Die Gute hat 37%. Das heißt, sie wird eher fallen als ich. Was ja auch der Plan sein sollte. Was ist denn hier los? Wie kann ich dem denn entfliehen? Keine Ahnung, aber ich habe wieder 98% vom Leben. Achso. Easy. Azerit-Vorkommen hier schön mal reingepfercht. Und da gibt es auch noch ein Monolith-Vorkommen. Monolith-Vorkommen. Und zwar ein reiches gibt... Oh, 4. 4 Monolith-Erze. Na, wenn das nicht eine gute Ausbeute ist. So, also hier diese Krabben hier haben Fleisch mit dabei. Na, ihr traut euch aber etwas. Jetzt kommt der hier auch noch. Ihr gehört hier nicht her. Freunde, ich wollte eigentlich nicht diesen Matrosen hier angreifen, aber... Was will ich denn? Was will ich denn? Hat der was gestohlen? Da müsste ich ihn sowieso töten, oder? Das ist Krabbenfleisch. Das ist zu weit entfernt. 3 klumpige Krabbenfleische. Wie viel brauche ich insgesamt? 8 Stück. Ah, das ist eine gute Hausnummer. So, den nehmen wir auch. Und den hier, na, komm auch noch her. Dann haben wir hier nämlich 3 Stück. So, dann geben wir hier mal schön aufs Dach.
Die Krabben hier. Oh. Die Gute, die sieht, was da geht, ne? Die kann mich erkennen. Also, 6 von 8 Krabbenfleischstücken. Da haben wir auch noch einen. Oder eine Krabbe. So, noch ein Stück. Da oben hat es noch 2 Krabben. Ja, hat es mehrere Krabben, nicht nur 2. Und dann stellt sich die Frage, ich bin außer Reichweite. Wie soll ich jetzt den Matrosen hier noch klar machen, dass sie nichts stehlen sollen? Wie kann ich denn das? Wie macht man das? Wen soll ich hier bestrafen? Handelskompanie. Ah, muss ich mich vielleicht verkleiden? Ich kann jetzt auch keine Quest abgeben. Die Quest kann man nur annehmen. Aha, habe ich mir schon gedacht. Die Quest kann man nur annehmen, wenn man verkleidet ist. Wo ist denn die Verkleidung? Hier. Ihr gehört hier nicht her. Ich bin Freund. Ah, du bist ein Arsch. Jetzt habe ich hier die Verkleidung verspielt. Bringt mir jetzt auch nichts. Jetzt muss ich hier wieder Kleidung sammeln. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. 3 Stück habe ich erst. Ah, super. Euch 2 nehme ich auch noch mit. So, Freunde. Jetzt geht's aber los hier, ne? Ja, bringt mir was. Ein bisschen Verkleidung hier. Also, wenn ihr diese Quest nicht annehmen könntet, dann müsst ihr euch unbedingt verkleiden. Sonst ist die Quest nicht verfügbar. Und auch zum Abgeben muss wieder verkleidet werden. Mir fehlt noch ein Stück. Oder eine Verkleidung. Macht ja auch Sinn, ne? 3 Verkleidungsstücke für dann irgendwie Hut, Brust und Hosen. Mehr haben die ja nicht. Die haben ja nicht ein ganzes Set angezogen hier, normalerweise. Wie viel sind denn das? Ah, die Krabbe ist auch noch mit dabei, ich sehe schon. Joa. Gibt es vielleicht ein Rezept hier fürs Krabbenfangen? Keine Ahnung. Aber jetzt erst einmal, was ist denn mit dem los? Besoffen wie Sau. Schau dir die Dame mal an hier. Oi, 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 oi. Da geht kein Schritt mehr vor den anderen. Wie kann ich denn, wie kann ich denn, wie kann ich denn? Jetzt diese Leute hier. Moin, moin. Moin, moin. Lord, Admiralin. Zivilistische Deckmatrosen gestellt. Was kann ich für euch tun? Wo finde ich die? Das wird schön zur Abwechslung mal etwas anderes als Ratten zu essen. Das habt ihr gut gemacht, Rotmeck. Heute Abend werden wir die Könige wie Könige speisen. Lasst euch nicht vom Klabautermann holen. Als würde ein Mensch Rotmeck heißen. Das ist ein Orkname, mein Lieber. Das sollte doch auffallen. So. Wo sind denn diese Zwielichtigen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Wie soll denn das gehen? Oh, 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 oh. Ja, super. Super, super, super. Das hast du gut gemacht, Rotmeck. So. Zwielichtige Deckmatrosen. Sind die nur an Deck? Wird ja Sinn machen, ne? Gehen wir mal schauen. Gibt's hier ein zwielichtige Deckmatrosen? Aber da unten ist ja nix eigentlich. Das hat ja gar nicht so viele Leute hier auf dem Boot. Eigentlich keine. Wie? Was? Und wenn ich die angreife, dann geht meine Verkleidung flöten. Jetzt mal im Ernst, was soll ich denn hier machen? Stellt 8 zwielichtige Deckmatrosen. Ja. Hä? Das ist ein Vollstrecker. Da komme ich wieder raus. Ich muss ja im Gebiet drin bleiben. Aber vielleicht da oben. Ah, das würde Sinn machen, ne? Hier oben, das ergebe Sinn. Zwielichtiger Deckmatrose. Alles klar. So, was mein Lieber. Was kann ich für euch tun? Dieses Land gehört Aschenwind und Co. Oh, die will sich wehren. Dann gibt's halt aufs Maul. Also, hat doch ein Gold mit dabei. Nehme ich absolut. Gunst der Lord, Admiralin. Geht einfach weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Ich weiß, dass ihr das Unternehmen bestehlt. Ich bin hier, damit das nie wieder passiert. Behaltet immer das Meer im Auge. Tässchen Tee? Ja, ich kann nichts dafür. Ich hatte eine harte Kindheit. Ja, ganz klar. Ganz klar. Das sind immer die Besten, ja?
Ja, das sind immer die Besten. Ich hatte eine harte Kindheit. Jeder hatte eine harte Kindheit. Komm klar, Mann. So. So wie er hier. Er ist klargekommen. Er ist tot. Ha. Da ist ein Rare Mob. Wie gibt's denn sowas? Ein Rare Mob. Aber ich brauche mehr von diesen Zwielichtigen. Wo sind sie denn, die Zwielichtigen? Hier sei da. Moin, moin. Ja, moin dich selber. 4 von 8. Gibt's noch mehr davon? Wo sind deine Kameraden? Ich habe nur gestohlen, um mein leeres Herz zu füllen, das niemand Liebe, niemals Liebe verspürt hat. Ja, leck mich fett. Weinerliche. Ja, du hast auch keine Liebe gespürt. Ja, du spürst jetzt meine Klinge. Ja. Und du? Brauchst du auch ein bisschen Liebe? Nein. Die braucht keine Liebe, die braucht ein bisschen Schläge hier. Manchmal haben Frauen ein kleines bisschen Haue gern, ja? Kennen wir. So. Hat er nicht gesagt. So. Hier oben. Das ist ein Liedzitat, das darf ich sagen. Ja? Wenn es in einem Lied vorkommt, so, ist es okay. Wenn man es sagt. Was ist mit denen da? Geht da lieber aus dem Weg. Da drüben sind noch 2. Ich brauche auch nur noch 2. Also, ihr zwei seid meine letzten moin, Opfer. Moin, moin. Ich werde es nicht noch einmal tun, versprochen. Und er hier, er wird es auch nicht mehr noch einmal tun, weil er es nicht mehr tun kann. Mit einem Arm ist es schwierig. Ich habe kein Ziel. Und ohne Kopf. So, dann gehen wir jetzt noch hier den Rare Mob töten. Heute sind wir sehr gut drauf, was Rare Mobs angehen. Ein bisschen Erz hier auch noch mitnehmen. So. Was sagt denn der Rare hier oben? Wo ist er denn? Da drüben. Schaut er raus. Kommandore Kallhauen. Rare, selten. Dann lass mal draufhauen. Falscher Ort, falsche Zeit, Partner. Ist es so? Oh, ich sehe gerade, mein Zerschmettern ist noch gar nicht bereit. Jetzt muss ich hier irgendwie anders klarkommen. Das können wir später noch. Ja, jetzt können wir es zünden. Desorientiert sind wir. Wie geil ist das denn bitte? Ich fall fast runter. Denke nicht. Denke nicht, mein Lieber. Falscher Zeit, falscher Ort. Da hast du recht. Nur ist es für dich geltend. Ja, schon wieder desorientiert. Da kann man nicht viel machen. Hinrichten danach. Oh, 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 nicht runterfallen. Bloß nicht runter. Das war knapp. Das war knapp. So. Da gibt es auch wieder ein bisschen Azerit. Was wir einsammeln. Wie viel habe ich von den... super. Jetzt muss ich hier wieder ein paar von diesen Kommandeuren hier töten. Oder allgemein von diesen Leuten. Weil ich brauche Verkleidungsmaterial. Ich bin außer Reichweite. So. Was wollen wir tun? Wie wär's mit Schlachten? So, die Möwe hier. Gibt ihr ein bisschen Fleisch? Möwenfleisch. Könnte ich was Feines kochen mit? Da kommt Möweneintopf gibt's heute Abend. Möwenragout. Ich habe kein Ziel. Es gibt 2 Ausrüstungsteile. Heißt, wir brauchen noch eines. Da unten sehe ich schon die letzten Opfer, die mir dazu verhelfen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Freunde? Was immer ihr habt, das gehört jetzt mir. Oh, da kommt auch noch einer. 3 Stück. Ihr wollt's aber wissen. Und der vierte kommt sicherlich auch gleich. Ich habe kein Ziel. Ah, dann können wir gleich mal zuschauen. Hier ist er. Da sind sie alle tot. Und der Aufseher kriegt auch noch aufs Maul. Und das nicht so knapp. Oh, fast runtergefallen. Da muss ich mich ein bisschen abdrehen. So, dann wollen wir mal die Kleidung anziehen. Ja, schön verkleiden. Ich mag das. Ich schlüpfe gerne in andere Rollen. Müssen wir da runter? Nee, nicht da runter. Ihr gehört hier nicht her! Die hat mich fast erkannt mit meinem Fuchs. So, ist ja nicht normal, dass die hier mit Füchsen rumlaufen. Da ist der Schamane, der ist ein anderer Schamane. Boah, geiles Tier. Geiles Tier. Möchte ich auch haben. Wo gibt's denn das? Finde ich richtig cool. So, ah, weg da, weg da, weg da, weg da. Ihr gehört hier nicht her. Ja, ich habe keine keine Verkleidungsteile mehr. Da will ich nicht auffallen. So. Gunst der Lord, Admiralin.
Gut, dass ich mich auf euch verlassen kann. Das hier ist nicht außer... Das hier... Nochmal. Gut, dass ich auf... Jetzt fängt's an, ne? Gut, dass ich mich auf euch verlassen kann, dass hier nichts außer Kontrolle gerät. 20 Gold. Immer schön auf Kurs bleiben. Dankeschön. So, das war's auch. Haben wir alles erledigt und damit haben wir auch das ganze Kapitel hier mit diesen Piraten abgeschlossen quasi. Wir können dann mal ganz kurz mal rauflaufen. Ah, diesen Weg hier. Es gibt aber, glaube ich, keine Quests mehr, die ich hier annehmen könnte. Es ist alles, wie es ist und so ist es auch gut. Das bedeutet, wir können ja hiermit dieses Kapitel für uns beenden. Gibt es hier kein Kapitel so, ne? Hier. Mal hier den schließen. Die drei Hüter, Sturm auf die Spitze und Atul Aman. Ja, ihr seht schon, da ist nichts mit den Piraten. Das war so eine Nebensache. Aber die haben wir jetzt hier schön mal abgehakt. Ich glaube, mehr gibt es hier nichts zu sagen. Das ist wunderbar gelaufen. Soll auch alles gewesen sein für heute. Ja, alles kompakt in einer Folge. Wir haben die Piraterie irgendwie bekämpft, aber irgendwie auch nicht. Naja, wie auch immer. Gruppe finden. Oh, ja, sucht eine Gruppe danach. Nee. Ist nicht so. Also, danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten natürlich gerne auch einen Kommentar da lassen und abonnieren nicht vergessen, damit ihr auch kein Video auf meinem Kanal verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Rotmac. Ciao.